die Notwendigkeit einer Justizkampagne. Wenn das, was der Hamm-Verband und natürlich auch hier der vortragende Richter Müller im Kopf hat, irgendwann durchkommt, dann brauchen wir diese ganzen Reglementarien nicht mehr. Dann können Pharmaunternehmen tolle Produkte herstellen und jeder Einzelne, ja, kann 3 Pflanzen oder 6 Pflanzen auf seinem Balkon oder aber in seinem Garten haben. Er kann experimentieren, er kann schauen, was ihm gut tut, ob ihm Cannabis gut tut und so weiter. Wir brauchen Freiheit. Freiheit für den Einzelnen. Wir haben eine Situation, dass seit 50 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, wie in vielen Ländern dieser Welt, Menschen verfolgt werden, die ein anderes Mittel, ein anderes Genussmittel, ein anderes Heilmittel nehmen wollen, was sich als Droge etabliert hat und wovor viele, viele Menschen gewarnt haben im Rahmen des Kampfes gegen die Drogen und was als das Schlimmste überhaupt dargestellt wurde. In diesen 50 Jahren wurden Hunderttausende und Millionen von Menschen allein in der Bundesrepublik Deutschland verfolgt, vor Richtern zitiert, durch Staatsanwälte Ermittlungen aufgeführt, Hausdurchsuchungen, und das muss ein Ende haben. Abgesehen davon, dass wir in diesen 5 Jahrzehnten 500.000 weit überwiegend junge Menschen in die deutschen Knäste gepackt haben, abgesehen davon, dass unheimlich viele Strafbefehle, Urteile und Sonstiges bekommen haben, abgesehen davon, dass gesetzliche Vertreter, die ein Erziehungsrecht haben, von den Behörden zu Jugendrichtern zitiert wurden, obwohl ihre Kinder vielleicht 1 oder 2 Mal gekifft haben und das Pech gehabt haben, angeschwärzt zu werden. Wir haben eine Situation, in der zurzeit auch dieses, in diesem Jahr und im letzten Jahr, zwischen 150 und 200.000 Ermittlungsverfahren gegen Menschen geführt werden, die nichts anderes gemacht haben, als irgendwie in Kontakt zu Cannabis zu stehen. Teilweise, weil sie ein wenig an Cannabis dabei hatten, teilweise, weil sie gegroht haben. Wir haben jährlich 50.000 Verurteilungen etwa mittels Strafbefehle oder aber auch durch Urteil, nachdem sich die Leute dann vor Gericht erklären mussten und sagen, lieber Staat, ihr habt recht, ihr habt mich hierhin zitiert und ich bin schuldig. Ich werde es nie wieder machen, Cannabis zu nehmen, und gibt mir bitte ein mildes Urteil, wo drin steht, ja, so, dieser Mann hat es ja kapiert, der Staat will kein Cannabis und jetzt kriegt er ein bisschen mehr Milde. Wir haben eine Situation, wo im Strafrecht allerdings auch unheimlich viele Verfahren eingestellt werden, die allerdings zuvor durch die Polizei ermittelt wurden, wo Leute sich ausziehen mussten und. Wir haben eine Situation, wo vielen jungen Menschen, ja, weil sie im Straßenverkehr aufgegriffen wurden, das Falsche erzählten und dann noch irgendwo pinkeln mussten, gegen die Rechtsordnung übrigens, ja, dann ein Fahrverbot auferlegt wurde. Eine lächerliche Prozedur teilweise ging voraus. Ja, das Gleiche macht man allerdings nicht mit Alkohol. Wir haben Gott sei Dank eine Situation, die erkämpft wurde, auch sicherlich vom Deutschen Hamm-Verband und von vielen, die Cannabis als Medizin haben wollten, dass der Bundesgesetzgeber im Jahre, und zwar im Januar 2017, gesagt hat, wir nehmen dieser Pflanze das Odium des Giftes, mit der Folge, dass sämtliche Bundestagsabgeordnete im Deutschen Bundestag gesagt haben, zumindest kranke Menschen sollen es kriegen. Wir wissen aber auch, meine Vorgänger werden es erzählt haben, wie schwierig das ist, Ärzte zu finden, weil sie immer noch denken, ja, Cannabis macht sofort süchtig und so weiter. Das heißt, die Kranken kriegen es nicht alle. Und für diese Menschen sollte es möglich sein, dass sie selber ein paar Pflanzen sich züchten können, wie es in vielen Ländern dieser Welt mittlerweile möglich ist. Eine Frage hier, wer ist noch von Ihnen für die Prohibition?
Hier traut sich bestimmt keiner. Ja? Okay, also ich habe einstimmige Zustimmung. Ich brauche Ihnen nicht erklären, warum das notwendig ist. Ja, wir haben, was haben wir sonst? Wir haben eine deutsche Parteienlandschaft von CDU bis FDP bis Grüne und so weiter, die gespalten ist. Unsere größten Feinde sind die Rechts-CDU, die immer noch von der Einstiegsdroge reden, die davon reden, wie abhängig Cannabis macht und die teilweise im Rahmen bei der AfD zum Beispiel nicht unterscheiden können, ob Cannabis wie Heroin gespritzt wird oder nicht. Auch solche Menschen sind noch vertreten. Ich glaube es nicht. Ja, wir haben die CDU, da sind nur die Haushälter auf irgendeine Art Bedarf, dass sie irgendwie zur Legalisierung kommen, weil sie irgendwie 3 bis 4 Milliarden Euro im Jahr an Einsparungskapital sehen. Ja, dann haben wir die CDU, Junge Union, ja, auch die fängt so langsam an zu sagen, wir wollen auch mit den Jusos zusammen kiffen. Ja, so, ich weiß nicht, ja, ich war mal auf dem JU, ich sage jetzt nicht wo, eingeladen von der JU, ja, und habe da auch natürlich für die Legalisierung gewettert und dann am Abend sage ich dann, dass sie alle schön am Kiffen waren. Ja. Also, es geht auch in die CDU los, in der CDU los. Ja, dann haben wir eine FDP, der FDP spricht sich klar für die Legalisierung aus, beim letzten Entscheid im Gesundheitsausschuss, dann gegen die Linken, weil die Linken nicht so richtig sind und dieser Antrag ist nicht so richtig und so weiter, wir wollen unseren eigenen Antrag, das ist Kinderkacke. Ja, das ist die FDP. Vorher macht die FDP mit der Legalisierung macht sie Werbung und dann sitzt sie im Gesundheitsausschuss und stimmt dagegen, weil man nicht irgendwie. Und die SPD brauche ich überhaupt nicht mehr erwähnen. Solange man Juso ist, ist man wie Frau Nahles für die Legalisierung. Wenn man allerdings nicht mehr Juso ist, graue Haare bekommt oder gar keine mehr und irgendeinen Posten haben will, dann wird man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Das ist strenge SPD-Politik, seitdem ich denken kann und ich kann schon lange denken. Die SPD hätte es immer wieder machen können, dass hier nicht Menschen verfolgt werden und dass endlich die Freiheit sich durchsetzt. Haben sie aber nicht gemacht. Okay. Und was haben wir? Eine Parteienlandschaft, die seit 5 Jahrzehnten einen verfassungswidrigen Zustand herbeigeführt und nach wie vor, trotz internationaler, anderer Entwicklung, trotz Kenntnisse über Cannabis, trotz Niederlande, trotz Versuchsobjekte in aller Welt, sich immer noch dagegen stemmen, dass wir auf irgendeine Art Freiheit für 4 Millionen Menschen bekommen. 4 Millionen Menschen und all die, die mal gekifft haben, nicht erwischt wurden, nicht mit eingerechnet. Alle diese lebten mit der Angst, strafverfolgt zu werden. Die Gesetzgebung macht nichts. Ja, toll. Die Gesetzgebung macht nichts. Die Exekutive, die Polizei und ihre Gewerkschaften, mit Ausnahme des Bundes deutscher Kriminalbeamte, sagen immer, nein, wir müssen noch weiter verfolgen. Auf der anderen Seite fordern sie Personal ohne Ende, weil wir dies und jenes machen und wissen auch, dass ihre Beamten für den Papierkorb arbeiten und viele deutsche Polizisten haben keine Lust mehr. Sie setzen sich aber nicht durch und müssen der Gesetzgebung folgen. Mir tun manche Polizisten leid und ich rede immer wieder mit Polizisten, die jetzt mittlerweile auch zu den Dreh kommen, weil sie Berichte aus Amerika, aus Holland oder sonst wo hören, sehen, weil sie sehen, dass in ihren eigenen Familien der ein oder andere mit Cannabis oder Cannabissalbe oder CBD auf irgendeine Art ein besseres Leben führen kann. Und wenn es nur subjektiv und Placebo-Effekt ist. Egal. Das ist egal, aber es kommt immer mehr an. Aber es passiert nichts. Und da haben wir einen Vertreter der Justiz. Ich halte mich seit 25 Jahren in diesem Laden auf, ja, und kämpfe und mache und tue und mache meine Urteile, habe auch einen gewissen Namen schon und was weiß ich, Cannabis Müller wurde ich auch schon genannt und der Richter der Kiffer und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, irgendjemand muss sich auch einsetzen für diese Menschen, die keine Stimme haben. Und diese Stimme bin ich teilweise in der Justiz. Aber
Aber das kann ich Ihnen versichern. Ich habe, und da komme ich gleich zu, im Jahre 2002 die letzte Vorlage zum Bundesverfassungsgericht gemacht. Damals wurde ich noch angefeindet. CDU-Köpfe, insbesondere in Brandenburg, forderte den Kopf dieses Richters. Man nannte ihn eine Gefahr für die Kinder und dieser Richter gehört weg. Dafür haben die zwar bezahlt, ja? Anschließend Unterlassungsklagen und so weiter, Rechtsbeugevorwürfe und so weiter. Das haben wir heute so nicht mehr. Ich sehe einen Wandel bei meinen Kollegen. Zum Beispiel in meinem Gericht haben die Cannabis-Petition über die der Deutsche Bundestag immer noch nicht entschieden hat, ja, etwa 2/3 aller Kollegen unterschrieben. Ich glaube, da war das Amtsgericht Bernau führend. Und wir haben Entwicklungen, die dahin gehen, dass viele Richter heute milder urteilen. Es gibt aber immer noch Kollegen, die meinen, die Volksgesundheit retten zu können, wenn sie harte und ungerechte Urteile gegen junge Leute machen. Die tun mir allesamt leid und es passiert tagtäglich in der Bundesrepublik Deutschland. Die Justiz verändert sich. Das Denken in der Gesellschaft verändert sich. Wir haben mittlerweile bald eine Zustimmung für die Legalisierung von 50% in der Bevölkerung und sie nimmt tagtäglich zu. Was kann die Gesetzgebung machen? Natürlich das Gesetz ändern. Machen sie aber nicht. Die Gesetzgebung schläft. Die Exekutive kann nicht viel machen. Und da ist noch die Justiz. Die Justiz hat natürlich Möglichkeiten, auf die Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. Das haben sie im Medizinbereich gemacht, ja, indem sie den ersten Kämpfern für die Freiheit erlaubt haben, ja, Cannabis anzubauen. Das war das Bundesverwaltungsgericht. Weil die gesagt haben, wir haben auch nicht der Schutzpflicht. Wir haben die Justiz. Und die Justiz ist aufgerufen, was zu machen. Aber sie machen es nicht. Warum nicht? Obwohl der Cannabis-Prohibition, und ich sage es so, die Verfassungswidrigkeit auf der Stirn geschrieben steht, wird nichts gemacht. Wir haben, und an dieser Stelle gleich, zunächst einen Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Freie Entfaltung der Persönlichkeit steht in unserem und insgesamt sehr guten Grundgesetz aus dem Jahre 1949, was in diesem Jahr das 70. Jubiläum gehabt hat. Freie Entfaltung der Persönlichkeit. Hiernach hat der Mensch Recht, jeder Mensch in der Bundesrepublik Deutschland das Recht, seine Persönlichkeit frei zu leben, frei zu wählen, das zu machen, was er will. Er darf nicht diskriminiert werden, er darf nicht auf irgendeine Art reguliert werden, es sei denn durch ein Gesetz. Und das eben nur in ganz bestimmten Fällen. Wir haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit und hier hat der Gesetzgeber, ich versuche das alles ein bisschen einfach, wenn Juristen hier sind, bitte Nachsicht, es sind die meisten nicht Juristen. Wir haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit darf eingeschränkt werden, ja, wenn es irgendwie einen Sinn macht. Und man nennt das verfassungsrechtlich, der Eingriff muss zunächst einmal einen legitimen Zweck haben. Er muss also irgendwelche Schutzgüter in dieser Gesellschaft rechtfertigen. Nehmen wir da den Jugendschutz. Nehmen wir da den Gesundheitsschutz. Über 45 Jahre hat dieser Deutsche Bundestag es sich zugelassen, dass Kranke, AIDS-Kranke und Krebskranke und sonstige Kranke ihre Medizin erhalten haben. Verletzung. Egal. Diese tragenden Gesichtspunkte hat der BTM-Geber, Gesetzesgeber, so in Anfängen der 70er Jahre im Kopf gehabt. Ein legitimer Zweck.
Dieser legitime Zweck ist heute nicht mehr gegeben, weil im Jahre, der Anfang der 70er Jahre, wesentlich weniger Kenntnisse über Cannabis da waren als heute. Anfang der 70er Jahre haben die Leute im Bundestag gedacht, Cannabis würde gespritzt werden. Also machen wir ein schnelles Gesetz. Anfang der 70er Jahre ging man davon aus, Einstiegsdrogentheorie. Davon spricht heutzutage kein Wissenschaftler mehr, nur noch Leute, die ideologisch geprägte Sicherheitspolitik im Deutschen Bundestag machen wollen. Die ja immer noch so schön, das ist ja eine Einstiegsdroge. Ha? Kannst du rechnen, kannst du nicht. Wenn du rechnen könntest, würdest du feststellen, dass es eben keine ist. Und jedes Gesetz muss geeignet sein. Es muss geeignet sein, das Ziel zu erreichen. Das Ziel des Gesetzgebers war, die Ausbreitung des teuflischen Cannabis zu verhindern. Tja, hat er nicht geschafft. Im Gegenteil. Wir sind heute auf einer Messe, wo höchstwahrscheinlich in den letzten 3 Tagen 20.000 Cannabis-Freunde, nennen sie mal so, durch die Gegend laufen. Wir haben Demonstrationen, wir haben die Hälfte der Bevölkerung, die sagt, ja, Cannabis ist ja gar nicht so schlimm. Und das Ziel, Cannabis einzuschränken, ist nie erreicht worden. Geeignetheit. Das Gesetz ist nicht mal geeignet, um das dumpfe Denken der damaligen Politiker heute umzusetzen. Ist es denn erforderlich? Das wäre die nächste Prüfung. Erforderlich ist ein Gesetz und die Einschränkung der Freiheit des Menschen nur dann, wenn sie auf irgendeine Art nicht anders gemacht werden kann. Wir haben ein Cannabiskontrollgesetz der Grünen, das liegt ja in den Schubladen rum. Wir haben andere Möglichkeiten, wie in den Niederlanden, wie in Portugal oder in Amerika zu verfahren und die Schutzgüter, und es gibt nur noch einen, nämlich den Jugendschutz, vernünftig zu installieren. Also ist die Cannabisprohibition und die individuelle Verfolgung von Menschen, die mit ein paar Gramm durch die Gegend laufen oder selbst 500 Gramm haben, nicht erforderlich. Aber selbst wenn sie erforderlich wäre, verstößt sie gegen das Übermaßverbot. Jedes Gesetz, was gemacht wird oder was beibehalten wird, muss verhältnismäßig im engeren Sinne sein. Und wenn wir gegenüberstellen, was die Prohibition geschaffen hat, Opfer um Opfer. Jeder Einzelne, der wegen Cannabis verurteilt worden ist, ist für mich ein Opfer einer staatlichen falschen Gesetzgebung. Wir haben im Jahr etwa 3000 Menschen in Kliniken, die überwiegend junge, auch wegen Cannabis da sitzen, aber in aller Regel einen Mischkonsum haben. Das muss man wissen und diese Zahl sollte man immer im Kopf haben, wenn irgendwelche Leute erzählen, Cannabis macht süchtig bis zum geht nicht mehr. Wo sind die ganzen Suchtigen? Ja, dann gibt es natürlich Leute, die werden durch Gerichte und Staatsanwälte, weil die nicht anders wissen, zu ambulanten Therapien gedrängt oder durch Eltern und so weiter, obwohl sie kein Problem haben und werden erst durch diese Geschichten kaputt gemacht. Übermaßverbot. Das nennt man auf gut Deutsch und juristisch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und das macht dieser Staat, indem er die Cannabiskriminalisierung weiter aufrechterhält. Wenn man die Grundsätze, die das Bundesverfassungsgericht ansetzt, heute ernst nimmt, wenn die sich selber ernst nehmen, wenn die nicht auf irgendeine Art politisch sein wollen, ideologisch der CDU oder möglicherweise der Rest-SPD folgen, dann müssten sie klipp und klar so auch die überwiegende Anschauung aller deutschen Strafrechtsprofessoren, nicht aller, aber sehr, sehr viele, die ihren Studenten beibringen, dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Sie müssten bereits hier, aber wir gehen weiter, Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 2. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In die Freiheit, und ich meine hier der Eingriff, jemanden festzuhalten wegen Cannabis, ist ein Eingriff in die Freiheit.
jemand auf die Wache mitzunehmen, ist ein Eingriff in die Freiheit. Einen Menschen, der nicht freiwillig zu Gericht kommt, polizeilich vorzuführen, ist ein Eingriff in die Freiheit. Selbst eine Geldstrafe kann ein Eingriff in die Freiheit sein, wenn der Mensch die Geldstrafe nicht bezahlen kann, dann wird eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe gebildet. Und dann gibt es Leute, die werden tatsächlich zu geringen oder langen Freiheitsstrafen verurteilt aufgrund des Umgangs mit dem Betäubungs- oder mit dem Mittel Cannabis. Gefängnisstrafen als Ersatzstrafen hatte ich erwähnt. Wenn man sich das überlegt, was dieser Staat nach wie vor, Grower werden ausgenommen, dann hat man wieder irgendwelche Computer sichergestellt, macht man weitere Ermittlungsverfahren, haben wieder unheimlich viele Leute Angst, ist das ein krasser Verstoß gegen Artikel 2, nämlich die Freiheit des Einzelnen. Wir dürfen nicht inhaftieren, nur weil wir inhaftieren wollen. Oder wie manche Staatsanwalt sagen, ja, es muss ja bestraft werden. Warum? Es gibt dafür keinen Grund. Ich brauche jetzt nicht auszuholen, weil ich nachher Ihnen noch Fragemöglichkeiten geben will. Das steht diesem Gesetz auf der Stirn. Und dann Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Gleichheitsgrundsatz. Alkohol und Cannabis, Alkohol und Nikotin. Das einzige Argument, das sind unterschiedliche Geschichten. Aber 70.000 Menschen sterben an Alkohol. Sitzen 100.000 in Suchtkliniken, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, habe ich mir jetzt ausgedacht, jedenfalls ziemlich viele. Es werden bei mir im Strafrecht, ja, 33% aller Fälle haben mit Alkohol zu tun. Ich habe noch nie in 25 Jahren einen einzigen Fall gehabt, wo aufgrund eines Kiffens, ja, jemand zusammengeschlagen wurde, wo jemand missbraucht wurde, wo eine Frau verprügelt wurde oder sonst was, ja. Schade, dass ich keinen habe, der den Wasserflasche aufmacht. Bin nicht böse. Okay. Das ist schwierig. Das ist nicht so einfach, hier Alleinunterhalter und dann auch noch mit dem Versuch, was anzurichten. Naja, Artikel 3 Absatz 1, wir brauchen uns das nicht. Ja, wir dürfen saufen und so weiter, bis wir umfallen. Wir dürfen Alkoholiker sein, ohne dass uns der Führerschein abgenommen wird. Und so weiter und so weiter. 70.000 Tote, kein Cannabis-Toter weltweit. Wo ist da die Gleichbehandlung? Die ist nicht da. Und warum hat das Bundesverfassungsgericht seinerzeit die Gleichbehandlung ja abgelehnt? Weil sie gesagt haben, letztendlich, das letzte Argument ja, war, ja, Cannabis ist keine europäische Kulturdroge. Das war 2005 und zuletzt in einem größeren Urteil im Jahre 1994. Ich glaube, dass die Richter am Bundesverfassungsgericht mittlerweile auch begriffen haben, dass Haschisch-Marihuana, ja, dieses böse Gift, nichts anderes ist als Hanf. Und Hanf natürlich eine europäische Kulturdroge war, wie jeder Kulturpflanze. Entschuldigung, ist schwierig. Okay, haben wir Cannabis, europäische Kulturdroge? Ich komme gleich dazu, wie es weitergeht. Dann haben wir einen Verstoß gegen Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Das nennt sich das Gesetzlichkeitsprinzip. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es uneinheitliche Rechtsverfolgung. Ich möchte als Cannabiskonsument nicht in Bayern leben. Ja, und ich möchte auch in bestimmten Bezirken in Niedersachsen nicht leben.
Das ist dann immer abhängig von der örtlichen Polizei und deren Ansichten über diese böse, böse Pflanze und die böse Verbreitung und, und. Auch Baden-Württemberg, grün regiert mit CDU. Ha, was ist denn da passiert? Nix, die werden verfolgt bis zum geht nicht mehr. Berlin hat Ausnahmecharakter. Wenn diese Veranstaltung in Stuttgart wäre, würde ich mich nicht wundern, oder wenn sie in München wäre, wenn die da 300schaften drum rumbringen, ja? Ja, sie müssen ja verfolgen, die Polizei. Ja, und Sie wissen ja, höchstwahrscheinlich gibt es hier auch Kollegen irgendwo, die privat unterwegs sind oder aber auch dienstlich. Sie wissen ja hier, da guckt mal, da wird ja nicht CBD geraucht. Das riecht aber, wissen Sie nicht genau. Das müssen Sie, jetzt haben Sie den Verdacht. Oh, hier auf dieser Messe 5000 Leute, davon 500 haben bestimmt irgendwie ein bisschen Cannabis in der Tasche. Also drumherum, nein, ich werde es der Polizei nicht vorschlagen. Frau Veranstalterin, ich freue mich, dass Sie hier sind. Die hat diese Messe mitorganisiert, Frau Nguyen. Ja, man müsste hier mal einen dritten treffen. Die kann... Jane ist ganz, ganz wichtig, auch für die deutsche Cannabis-Szene und für die deutsche Aktivisten, weil so es verbreitet wird und immer mehr Menschen auch zu ihren CDU-Politikern vor Ort sagen, was ist da eigentlich so schlimm dran? Dazu ist so eine Messe außerordentlich wichtig. Ich bin stolz, dass es eine solche gibt. Gesetzlichkeitsprinzip. Unterschiedliche Behandlungen in unterschiedlichen Bundesländern. Das hat das Bundesverfassungsgericht 1994 gerügt. Es ist nichts passiert. Wir haben nach wie vor einige Bundesländer, die über 6 Gramm gehen, aber es gibt unterschiedliche Richtlinien. Und die ist dann abhängig von den jeweiligen politischen Situationen in den Ländern. Eins wurde bisher nie, und das habe ich immer mein Problem, wenn ich einen 16-Jährigen, der irgendwie mit einem halben Jahr Cannabis erwischt wurde, und seine Eltern vor Gericht ziehen muss. Ich mache das und nehme diese Anträge der Staatsanwaltschaft an, weil ich immer denke, es ist besser, wenn ich das schnell regeln, haben die so lange Angst. Ja? Und dann kommen die an, die Kinder sind völlig in Ordnung, sind gute Schüler, aber ich habe die Pflicht, Eltern, erwachsene Menschen, die selber erziehen können und die das ureigene Erziehungsrecht aus dem Grundgesetz haben, in dieses darf der Staat auch nur eingreifen, wenn es einen vernünftigen Zweck hat. Wir haben die Erziehung und die Erziehung ist natürliches Recht der Eltern. Warum dürfen sich der Jugendrichter einmischen? Ohne Antrag der Eltern. Das ist eine Frage, die ich demnächst erörtern werde. Aber das ist ein Verfassungsrecht, das Erziehungsrecht der Eltern. Die Verfassungswidrigkeit, und ich hatte es gesagt, steht der Cannabis-Prohibition auf der Stirn. Das, was tagtäglich in der Bundesrepublik Deutschland gemacht wird, ist so ähnlich, wie man es mit Homosexuellen gemacht hat. Die Homosexuellen wurden verfolgt, sie wurden vor Gericht gezielt, 50.000 Existenzen wurden vernichtet. Da hat das Bundesverfassungsgericht in den 50er Jahren auch noch zugestimmt. Man hat gesagt, ja, die sind ja eben anders und das wollen wir einbringen und der Schutz der Ehe ist höher zu bewerten und so weiter. Ja, Heiko Maas hat sich dann irgendwann mal dafür entschuldigt, für die deutsche Gesetzgebung. Frauenrechte wurden erkämpft. Noch bis in den 90er Jahren durfte man die Ehefrau vergewaltigen. Ich war ja eine Ehefrau. Okay. Erkämpft. All diese Rechte wurden erkämpft durch die verschiedenen Szenen. Und Gott sei Dank haben wir jetzt Gleichheit zwischen Heteros und Homos und wie auch immer. Es ist da. Aber es sind lange Kämpfe gewesen. Und wie haben wir es bei Cannabis? Bei Cannabis ist es auch schon ein langer, langer, langer Kampf. Also ich selber kämpfe, seit ich 11 Jahre alt bin und man meinen Bruder in den Knast gepackt hat. In so einem bepissten Jugendstraf, in so eine bepisste Jugendstrafanstalt. Weil dieser junge Mann nichts anderes gemacht hatte, als ein bisschen Cannabis über Holland nach Deutschland zu holen, relativ wenig Geld verdienen, aber er war eben cool. 4 Jahre. Eine der kaputten Existenzen. Natürlich bin ich auch deshalb hier immer noch. Ja.
Verfassungswidrig, Geschichte der Verfassung. Ja, man wollte hart durchgreifen und hat auch teilweise so harte Urteile gemacht. Heute finde ich die ab und zu immer noch, ja, von irgendwelchen Richtern, die es immer noch nicht kapiert haben. Aber es ist milder geworden, Gott sei Dank. Und die Geschichte beging eigentlich schon in den 70er Jahren. Der Bundesgerichtshof, keine Ahnung von Cannabis, hat damals gesagt, eine nicht geringe Menge. Ich hoffe, ich habe hier Fachpublikum. Ja? Nicht geringe Menge, Freiheitsstrafe von einem Jahr ist, wenn 7,5 Gramm THC in der Gesamtmenge sind. Also wir kaufen 100 Gramm, also deswegen nicht zu viel CBD kaufen, ja? Also nicht gleich 3 Kilo, dann rechnet der Staatsanwalt auch de facto noch eine THC-Menge raus, die über die nicht geringe Menge fällt. Und dann sind sie Verbrecherin. Also 4 Pflanzen zu Hause züchten, immer darauf aufpassen, dass sie nicht zu gut werden, weil die könnten leicht 7,5 Gramm enthalten, reines THC. Und dann sind sie Verbrecher. Verbrecher, weil sie 4 Pflanzen im Garten haben nach dem deutschen Recht. Und das haben sich BGH-Richter ausgedacht, die von Cannabis nicht die geringste Ahnung haben. Es wird aber immer schön weiter so. Es wird nie angegriffen von Rechtsanwälten oder sonstigen, die vor Gericht gezogen werden. Auf die Idee kommen die gar nicht. Oh, ist ein Verbrechenstatbestand. Aber darüber mal nachzudenken, vielleicht sind ja auch Rechtsanwälte hier, ja, zu sagen, wie kommt eigentlich der Bundesgerichtshof dazu sagen, das ist ein Vergehr, also eine mildere Geschichte, und das ist eine Verbrecherin. Das ist Aufgabe des Gesetzgebers. Auch diese hat der Gesetzgeber nicht erfüllt. Und so wurden immer mehr Leute verurteilt, auch wegen geringen Mengen. Und dann kam es 1992 zu einer legendären Geschichte. Damals stand die Zeit auf Legalisierung und irgendwie gab es keine anderen Themen und so weiter. Und da hat der Kollege Neskowitsch in Lübeck zusammen mit 2 Laienrichtern einen sogenannten Vorlagebeschluss zum Bundesverfassungsgericht gemacht. Er hat nämlich genau das gesagt. Freiheitsrechte wird eingegriffen, Gleichheitsgrundsatz und so weiter, was heute auch immer wieder diskutiert wird. Und das hat er 1992 gesagt und hat darüber hinaus gesagt, es gibt ein Recht auf Rausch. Finde ich auch. Mit welcher Droge ich mich berauschen will, ist ganz alleine meine eigene Sache. Es wird vertreten in der Justiz, aber es wird noch belächelt. Ja, Dieter, du bist ein Schatz. Aber wenn es aufgemacht gewesen wäre, wäre es ja noch schätziger gewesen. Neskowitsch hat viel erreicht. Im Jahre 1994 gab es dann das erste und ich glaube letzte Cannabis-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das ist 25 Jahre her. Damals hat das Bundesverfassungsgericht sinngemäß zusammengefasst gesagt, ja, ist ja alles nicht ganz so schlimm, weil man kann ja auf geringen Ebenen einstellen. Also bei 1 Gramm, bei 5 Gramm und so weiter. Und es gibt ja Absehen von der Verfolgung und. Und deswegen halten wir dieses Gesetz, wenn man es genau liest, gerade eben noch für verfassungsgemäß. Das war vor 25 Jahren. Das Bundesverfassungsgericht ging vor 25 Jahren davon aus, dass es sich um eine haarrote, immer noch hochgefährliche Droge gehandelt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, ja, das ist Sache des Gesetzgebers. Die können das ändern, wenn sie wollen. Aber was sehen wir? Wir haben einen Gesetzgeber, der es nicht ändern will, der nach wie vor hinnimmt, dass Tausende verfolgt werden. Ja, aber damals waren andere Voraussetzungen da. Da gab es keine Amerikaner, die jetzt Stückchen für Stückchen immer mehr legalisieren. Da gab es gar keine europäischen Staaten, mit Ausnahme von Holland, die darüber nachdenken, wie Luxemburg zu entkriminalisieren. Da gab es keine Verfassungsgerichte, ja, wie in Südafrika, die gesagt haben, oder in Mexiko, das geht nicht mehr so weiter. Das gab es da alles nicht.
Und es hat sich eine ganz andere Denke in der Gesellschaft breit gemacht. 1994, da war die überwiegende deutsche Mehrheit noch gegen die Kiffer. Kiffer böse, Kiffer sehen scheiße aus, leben ungesund und so weiter. Ja, das sind ja alles irgendwelche Menschen, die man ruhig verfolgen kann. Ne? Ja, so ähnlich wie mit den Schwulen, die vögeln anders, also sollen sie verfolgt werden. Okay, so war das Denken. Klar, okay. Und jetzt kam dieses Cannabis-Urteil 1994, 25 Jahre her. Oh, habe ich gedacht, 2002, da ist ja immer noch keine Ungleichheit. Und dann hat der kleine Richter Müller im Jahre 2002 nochmal 4 Gutachter bestellt, internationale, aus den Niederlanden, aus Österreich, aus der Schweiz, und habe so kleine Bundesverfassungsgericht gespielt. Das war auch sehr öffentlichkeitswirksam, viele Kamerateams, und habe erneut das Bundesverfassungsgericht angerufen, in etwa mit der gleichen Argumentation. Damals, im Jahre 2004, hat das Bundesverfassungsgericht in einem sogenannten Dreierausschuss gesagt, nee, das ist unzulässig, wir gehen auf unsere Rechtsprechung von 1994 zurück, es soll beim Gleichen bleiben. Ich wette, dass damals hinter den Kulissen irgendwelche Politiker da angerufen haben und gesagt, ihr könnt das jetzt nicht machen. Zeitgleich hätte der Spiegel diese 7-jährige Mädchen aufs Titelblatt gesetzt und von der Cannabis-Seuche gesprochen. Das Ganze sprach gegen die Cannabis-Legalisierung und so die letzte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vor 15 Jahren. 15 Jahre ist das her. In dieser Zeit hat sich unheimlich viel entwickelt. Unheimlich viel Organisation. Den Namensverband hatte ich schon erwähnt. Der mehr Mitarbeiter hat, wie unsere Gott sei Dank verschobene. Ja, Frau Morka in den Europäischen, ins Europäischen Parlament. Vielleicht hören wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr so viel von ihr. Wir hoffen nur, dass wir was Besseres kriegen. Wir werden sehen. Obwohl Frau Mortler hat vielleicht im Ergebnis der Cannabis-Szene mehr gedient, als ihr geschadet. Weil so viel Unsinn, das merkt auch der Letzte. 2004, letzte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, 15 Jahre her. Warum habe ich das hier alles erzählt? Weil der Deutsche Amtverband, ein bisschen helfe ich da auch mit, ich bin ja Mitglied des Deutschen Hanfverbandes, und wer hier noch nicht Mitglied ist, sollte heute noch eintreten. Applaus 30 Euro im Jahr für Studenten oder 60 Euro im Jahr für Menschen, die einfach nicht verfolgt werden wollen, das ist wenig. Und das sage ich auch allen, die anschließend dann irgendwie verfolgt wurden, warum seid ihr nicht vorher eingetreten? Warum habt ihr diesen Verband nicht besser unterstützt und warum habt ihr nichts gemacht? Ja, bei dem oft ist es eben so, ich kriege jede Woche über Facebook, ich mache das auch bald zu, so Nachrichten von irgendwelchen Leuten, wie schlimm das alles ist in der Welt und dass sie verfolgt wurden, den Führerschein verloren. Wenn ich dann nachfrage, warst du denn mal vorher aktiv? Nein. Also, wir wissen, wo sie aktiv werden. Es gibt auch noch Lieb. Oh, ich hatte hier noch Flugblätter, die muss nachher jemand verteilen. Also, es wird aufgefordert, kann das nachher jemand machen hier? Also, du nicht, jemand. Ah, hier, Ritchie, du verteilst jetzt nachher Lieb-Flugblätter und Hanfverbands-Flugblätter. Das habe ich jetzt nicht abgesprochen mit Georg Wurt, selber gemacht. Justizkampagne, was ist das und warum ist das notwendig? Notwendig, wir müssen es schaffen, wir deutsche Richter dazu zu gewinnen, dass sie das machen, was ich im Jahre 2002 gemacht habe. Es gibt in unserer Verfassung einen Artikel 100 Grundgesetz, der besagt, wenn ein deutsches Gericht eine Norm, die es anzuwenden hat, für verfassungswidrig erachtet,
in Deutschland die normalen Menschen, 50% finden das nicht richtig, verfassungswidrig vielleicht nicht unbedingt, aber sie finden schon alle, dass der Gleichheitsgrundsatz verletzt ist. Und warum sollen die nicht kiffen? Wenn ein deutsches Gericht zu der Überzeugung kommt, diese Gesetzgebung ist verfassungswidrig oder sie ist es geworden, dann dürfen meine Kollegen dieses Gesetz im Grunde genommen nicht anwenden. Sie sind nicht nur berechtigt, und zwar direkt, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, indem sie einen einzigen Beschluss machen, der da sinngemäß lautet: Die Sache wird ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, das Amtsgericht so und so, das Landgericht so und so, das Oberlandesgericht so und so, der BGH so und so hält die Norm des Paragraphen 29, 29a, 30 SDR BTMG für verfassungswidrig. Dann geht die Akte mit 100 Kopien an das Bundesverfassungsgericht. Es muss außerordentlich begründet werden. Meine letzte Begründung im Internet noch nachzulesen, 76 Seiten. Damals, heute dürfte sie bald bei 150 liegen, weil mittlerweile dermaßen viel Stoff dazugekommen. Artikel 100. Man kann Richter dazu bewegen, zu sagen, legt das dem Bundesverfassungsgericht vor. Richter sind voll. Sie haben Akten über Akten. Eine solche Arbeit ist unheimlich schwer. Das ist wie eine Doktorarbeit. Und man hat keine Zeit. Man hat zig Fälle und so weiter. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Und dann komme ich gleich zur Justizkampagne. Und die zweite Möglichkeit ist, dass der Einzelne den Arsch in der Hose hat und eine sogenannte Jedermannsverfassungsbeschwerde einlegt. Die Jedermannsverfassungsbeschwerde, gleichfalls im Grundgesetz drin und im Bundesverfassungsgerichtsgesetz nochmal ausgeführt, kann derjenige erheben, der durch die Instanzen geht. Instanzen bedeutet, sie werden verurteilt in der ersten Instanz wegen 7 Gramm zu 100, zu 1000 Euro. In der zweiten Instanz, und jedes Mal unten, ich halte das für verfassungswidrig, in der zweiten Instanz sagt das Gericht, wirst wieder verurteilt. Jetzt hast du keine Chance mehr, es gibt nämlich kein Gericht darüber mehr. Und jetzt sagst du, gut, es gibt noch ein Gericht und das heißt Bundesverfassungsgericht. Und da muss man im Grunde genommen rügen, dass der Staat in die von mir genannten Grundrechte eingegriffen hat mit einem verfassungswidrigen Gesetz. Das kann also jedermann machen. Am besten machen es Rentner, die nicht vorbestraft sind, ja, die viel Lust haben, ja, auf Ärgern und immer wieder und auch noch ein paar Mark auf dem Konto haben und sagen, das ziehe ich jetzt für die Jugend durch. Ich möchte nicht, dass meine Enkel, meine Neffen und so weiter von diesem Staat verfolgt werden. Ich habe selber gekifft. Ja, und jetzt ziehe ich das durch und 7 Gramm oder sonst wo, am besten, wie Georg Wurth es mal irgendwann gemacht hat, ja, zur nächsten Polizeidienststelle. Hier, ich bin schuldig, verklagt mich, verurteilt mich und das durch alle Instanzen, damit ich endlich das Bundesverfassungsgericht anrufen kann. Zweite Möglichkeit. Artikel 100 machen die Richter. Ich bin mit einigen im Gespräch. Bin sogar in eine neue Richtervereinigung eingetreten. Man muss ja Vorträge halten und so. Kostet alles die Zeit, aber egal. Ja, wenn es im Ergebnis irgendwann fruchtet, dann hat man was. Verfassungsbeschwerde nach Artikel 93, die Jedermanns-Verfassungsbeschwerde. Rechtsweg ausschöpfen, einen Monatsfrist beachten. Und was man auf jeden Fall machen sollte, seine Anwälte mal dahin zu bringen. Ich glaube, viele Anwälte in der Bundesrepublik Deutschland, da würde ein gewichtiger Geschäftszweig wegfallen, wenn wir Legalisierung von Cannabis hätten. Ich bin jetzt böse. Normalerweise müsste jeder Strafverteidiger oder auch jeder Verteidiger hingehen und da die Anwälte hier
Ein paar sind da, sie werden sich jetzt nicht outen. Der letzte Satz, im Übrigen, sofern das Gericht die Auffassung der Verteidigung nicht teilt, wird gebeten, die Sache dem Bundesverfassungsgericht nach Artikel 100 vorzulegen. Dann ab direkt zum Bundesverfassungsgericht. Das müsste unter jedem Schriftsatz eines deutschen Strafverteidigers stehen. Steht es aber nicht. Habe ich noch nie gehabt. Also, wenn wir verfolgt werden, Anklagen haben, eure Freunde verurteilt werden oder sonst was, sagt das, die Auftraggeber sind die Mandanten. Dann sagen die Anwälte, ich habe, dann guckt der Richter komisch. Ja, aber sie sind dafür da, dass der Richter sich Gedanken machen muss. Und sie sind ja da, dass der kleine Mann nicht sagen muss, ich habe Schuld auf mich geladen. Ich bin ein Gesetzesbrecher. Bitte, 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 tut mir nicht so viel an. Und die kommen dann immer und sagen, ja, da bist du gut rausgekommen. Nein, sie sollen jetzt durchfechten, wenn sie den Arsch in der Hose haben, mit ihren Mandanten. Das können sie, und wenn sie den einen oder anderen finden, dann kriegen sie es vielleicht direkt nach Karlsruhe und werden prominent. Und können anschließend sagen, ja, ich habe das geschafft, dass der Richter das direkt nach Karlsruhe gebracht hat. Und die Richter werden prominent und so weiter. Kosten der Verfahren. Nur ein Wort noch dazu für die Leute. Ich kriege ja viel mit, weil ich mich an dieser Cannabis-Szene so ein bisschen aufhalte. Ja. Es gibt Anwälte, die nehmen ganz normale Kosten, wie sie im Gesetz stehen. Und dann gibt es sogenannte Anwälte, oder es gibt Anwälte, die machen Gebühren. Die machen eine Gebührenabsprache. Also die sagen für das Ermittlungsverfahren meinetwegen 2.000, 3.000 und so weiter. Das müssen die nicht machen. Man kann auch sagen, dann gehe ich eben zum nächsten Anwalt, der billiger ist. Und die, auch die, schreiben da nicht drunter. Im Übrigen ist es verfassungswidrig. Man muss darüber jedes Mal jedem Richter, jedem Staatsanwalt sagen, das, was ihr macht, ist verfassungswidrig und das muss ein Ende haben. Diese Honorarvereinbarung, achten Sie da drauf. Ich habe in letzter Zeit welche gesehen, hier und da. Die Leute sind alle in Not, wenn sie sowas machen. Ja, also achten Sie da drauf. Ein ganz normales Verfahren, meinetwegen, Sie kriegen immer, nehmen wir mal den Georg. Ja, Georg wird mit 7 Gramm erwischt. Ja, erste Instanz Amtsgericht. Ja, Amtsgericht Anwalt, Kostenpunkt etwa 800 Euro. Amtsgericht, nächste Instanz Landgericht. Landgericht wieder das gleiche. Kostet nochmal so 700 und dann geht es zum Oberlandesgericht und immer der Text darunter, und übrigens ist es verfassungswidrig und so weiter, und das kostet an Anwaltsgebühren etwa 2.700, wenn keine Honorarvereinbarung da ist. Also deswegen die Rentner mit guter Rente. Okay, verstanden? Okay, und wie wird das jetzt vorbereitet? Das kann ich hier und heute sagen. Der Hanfverband hat eine Schrift in Auftrag gegeben, die sich eine Mustervorlage für die Richter, aber auch für diejenigen, die als Einzelpersonen betroffen sind, jederzeit zu den jeweiligen Akten bringen kann. Der Richter kann aus dieser Vorlage, ja, ich weiß jetzt schon, es werden 120, 130 Seiten, wird erstellt. Georg, darf ich schon den Namen sagen? Ich weiß es nicht. Was? Also von zwei Anwälten in Berlin im Auftrag des Hanfverbands mit der Kohle, die Anfang des Jahres gespendet wurden. Das ist eine wahnsinnige Arbeit, ja, und sie wird veröffentlicht werden. So als Mustervorlage, die jedermann auch benutzen kann. Auch der Angeklagte, der alleine dahin geht und im letzten Wort sagt, lieber Herr Richter, ich möchte noch mal was vorlesen. Der kotzt ab. Wenn Sie das machen, rufen Sie, schicken Sie vorher dem Richter, ich werde eine 150-seitige, ein Pamphlet verlesen. Das ist das gute Recht eines jeden Angeklagten. Im letzten Wort. Dies mit dem Ziel, dass der ein oder andere Angeklagte, nicht Angeklagte, ein oder andere Richter oder ein oder andere Staatsanwalt sagt, das ist ja gar nicht schlecht. Vielleicht mache ich das. Oder man schickt es ihm vorher.
und so weiter. Vielleicht liest er es. Und es gibt auch viele in meiner Richterszene, und das hatte ich eingangs erwähnt, die nicht mehr mit dieser Prohibitionspolitik einverstanden sind. Mit der Drogenpolitik im Allgemeinen nicht. Und wenn man da Leute findet, und es gibt eine ganze Menge auch unter den Richtern, die gut sind, dann werden sie vielleicht sagen, das ist ja gar nicht so viel Arbeit. Das ziehe ich mir jetzt aus dem Netz, weil wir sind ja jetzt in einer modernen Gesellschaft. Als ich meine Vorlage gemacht hatte, ich weiß nicht, wurde ein paar hundert Mal angefordert. Die musste immer kopiert werden damals doch. Ja, da hat der Staat eine Menge Geld an Kopierkosten bekommen, muss ich sagen. Ja. Okay, aber die war nicht so im Internet. Aber diese Sachen sind im Internet. Da kann sich jeder Richter den entsprechenden Fall suchen und sagen, hier baue ich noch ein, zwei Seiten ein. Und jetzt mache ich das. Und so ist es gedacht. Zeitgleich. Ja? Wird die Vorbereitung laufen, das kann ich hier auch sagen, werden Anzeigen geschaltet, auch mit dem Geld der Spender, die in deutschen Richterzeitungen verbreitet werden. Also in der konservativen deutschen Richterzeitung auf der Rückseite ein dickes, fettes Marihuana-Blatt mit dem Bemerken, ihr seid nicht nur verpflichtet, ihr habt nicht nur das Recht nach Artikel 100, sondern auch die Pflicht. Und das in Sie-Form. In etwa verstanden. Ich habe, glaube ich, noch 15 Minuten. Es werden Anzeigen in den neuen juristischen Wochenzeitungen, in der kritischen Justiz und, begleitet von Videos, die der Deutsche Amtmann vorbereitet und. Die Kampagne wird, so Gott will, ja, und Deutschland nicht abbrennt oder sonst was irgendwie passiert, immer Anfang September starten. Wird diese Kampagne erfolgreich sein? Das kann kein Mensch sehen, weil die Bundesverfassungsgerichte sagen ja nicht, was sie machen werden. Es kann ein, zwei, drei Jahre dauern, bis sie sich des Themas annehmen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir eine Zeit haben, in dem sie sich des Themas annehmen. Sie können nicht mehr wegschauen, wenn Millionen von Deutschen zu Unrecht kriminalisiert werden. Und das ist jetzt, nach 25 Jahren, wo das Bundesverfassungsgericht letztmalig entschieden hat, an der Zeit, dieses hohe Gericht ins Boot zu holen und darauf zu hoffen, dass sie dem Gesetzgeber aufschreiben, ihr müsst was verändern. Und so in etwa läuft die Justizkampagne. Und wenn es dann noch den Rentner gibt, der noch nebenher durch die Gegend geht und ich gehe auch noch hier, und mindestens 5 deutsche Gerichte sagen, wir machen das jetzt, dann wird es eine Medienöffentlichkeit geben. Und der Einzelne vor Ort, der auch sagt, ich bin nicht schuldig, und seine örtliche Medien einschaltet. Wieso verfolgt ihr mich? Ich habe 3 Kinder, ich erziehe die wunderbar, ich zahle Steuern, ich arbeite täglich, und ihr verfolgt mich und nimmt mir meinen Führerschein weg und macht die Familie kaputt. Das sind Sachen, die gemacht werden müssen. Da appelliere ich immer an alle, habt einen Arsch in der Hose und zieht es mal durch. Eure Enkel und Neffen werden euch dankbar sein, und ihr werdet als Ikone in die deutsche Cannabis-Aktion Nisten eingehen. Das war natürlich falsch gesprochen, aber eine Stunde reden ist auch schon ganz schön wenig. Okay, ich werde jetzt nur noch eine Minute reden, dann haben wir noch 15 Minuten für Nachfragen. Manchmal sind die ganz gut. Ja, nein, die helfen denn auch ein bisschen weiter zu erklären. Also, wir müssen hingehen und es schaffen, das Bundesverfassungsgericht ins Boot zu holen. Macht es das Bundesverfassungsgericht nicht und sagt, wir interessiert das nicht, hat das zumindest eine Medienöffentlichkeit. Und viele weitere Menschen werden da hinkommen und sagen, ihr könnt nicht mehr Cannabiskonsumenten, kranke Menschen und so weiter verfolgen, und der Druck auf die Politik nimmt zu. Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht nämlich sagt, das ist nicht unsere Aufgabe, dann können Sie allerdings
nehmen Sie damit nichts weg. Wir geben nichts weg. Sondern jetzt kommt dann wieder der Gesetzgeber unter Druck und sagt, das müsst ihr regeln. Da könnt ihr jetzt was machen. Also, das ist das, was wir machen. Ich fasse zusammen. Zunächst mein Dank an die Öffentlichkeit hier. Zunächst meine Hoffnung, dass jeder für sich weitermacht. Es sind ja Aktivitäten da auf jeder Ebene. Und in eigener Sache, die 60 Bücher, die ich dabei habe, können Sie heute noch kaufen, denn es gibt nicht mehr viel. Ja, die verkauft nachher die junge Dame da vorne, ja, für 10 Euro, das mache ich auch. Viele von, das geht auch für die Unterstützung, für LIEB nämlich. LIEB ist eine Vereinigung von Strafverfolgern, der ich angehöre, dessen Vorstand ich bin, ja, wo sich immer mehr Polizisten, auch Staatsanwälte und Ex-Staatsanwälte zusammentun, die eine andere Drogenpolitik wollen. Also, das wollte ich noch sagen. Jetzt die Fragen, die Sie haben, möglichst ganz schnell und ohne wahnsinnige Ausführungen. Frau Nguyen, Sie helfen mir ja tatsächlich. Das ist schön. Da ist Frau Nguyen, die das Mikrofon gibt. Schönen guten Tag. Ich möchte mich für Ihren schönen Vortrag bedanken. Das war sehr interessant. Sie haben zu Recht über die Grundrechte gesprochen, die hier eingeschnitten werden. Jeder Mensch hat das Recht, sich zu berauschen, auf die Straße zu schlafen oder zu schießen. Das ist sein Recht. Wenn wir jetzt weiterdenken in der medizinischen Versorgung, wenn es um medizinale Cannabis geht, ist es so, dass es auch im Grundgesetz Recht auf Körper und Gesundheit gibt. Und nach diesem Recht ist es meiner Verständnis nach das Recht eines Patienten, seine Therapiemöglichkeiten selber zu testen, auszuwählen, in Absprache mit dem Arzt, wie auch immer. Es ist aber im Moment so, dass die Ärzte etwas verschreiben, die MDK lehnt das ab. Das ist hier nicht das Thema. Wenn Sie jetzt eine Ausführung machen, ich entschuldige Sie, zum Cannabis-Medizinrecht, ja, dann kommen die anderen nicht mehr dran. Ich wollte nur erwähnen, das ist Verletzung der Grundrechte in doppelter Hinsicht. Okay, das Bundesverwaltungsgericht hat genauso argumentiert wie Sie und deswegen auch zugelassen, dass man einigen Patienten die Möglichkeit gab, Hanfpflanzen selber anzubauen. Nur danach kam das Cannabis-Medizingesetz und jetzt ist die Möglichkeit nicht mehr da. Sie haben völlig recht, der Staat hat eine Schutzpflicht, ja, auch den Kranken gegenüber, die er in den letzten Jahren nicht vernünftig ausgeübt hat. Völlig klar. Weitere Grundrechtsverletzungen sind da, sehe ich genauso wie Sie. Die Dame hier vorne, da muss jetzt jemand schnell hinlaufen. Es tut mir leid, wir sind hier so, in 15 Minuten rennen wir die irgendwie die Stadt Apps hier ein. Die wollen alle gleich irgendwie ihre Stadt Apps vorstellen. Hi, ich habe noch eine Frage. Nochmal auf die Sache mit dem Verfassungsgericht. Würde es denn Sinn machen, über die Homepage der Hanfbefürworter Leute zu sammeln, die nicht so viel Geld haben, aber schon verurteilt haben, und den nächsten Schritt gehen würden und eine Sammelklage gegen das Verfassungsgericht? Gut, nein, das ist eine individuelle Geschichte, das muss jeder einzeln machen. Sicherlich, wenn es bestimmte Fälle da gibt, ja, und die Leute wirklich aktiv sind und nicht einen Scheiß erzählen, dann können sie natürlich sich auch an den Amtsverband wenden und sagen, ich möchte das durchziehen. Und dann wird sicherlich, das kann ich nicht sagen, das ist Georgs Materie, vielleicht der eine oder andere auch eine Unterstützung kriegen. Aber das müssen dann auch super gute Leute sein. Das kann irgendwie nicht. Das muss jemand sein. Ich habe manchmal welche im Auge gehabt und habe dann festgestellt, das war es nicht. Aber es gibt keine Musterklagen. Die Musterklagen sind eigentlich die, ja, jeder Einzelne, und dann kann das Bundesverfassungsgericht meinetwegen eine Vorlage mit einer Verfassungsbeschwerde verbinden, oder manchmal wäre es auch, das ist hohes Verfassungsrecht. Ja, dann kommen die in unterschiedliche Senate und. Aber es gibt nicht das, was sich manche Leute vorstellen. Es gibt ja auch schon einzelne Verfassungsklagen, die so unter Verfassungsklagen im Netz, ja, Rechtsanwalt Gerloff macht da gerade was. Auch das ist alles gut, weil das Medienöffentlichkeit schafft. Der klagt darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Gesetzesverordnung macht, wonach er als
er Cannabis anbauen kann. Ja, glaube ich nicht, dass sie durchkommt. Ich denke, der einzige Weg wird über diese Einzelklagen und über Vorlagen von Richtern sein. Ja, und leider Gottes ist es so, und jeder Einzelne, der vor Gericht steht, sollte darauf hinweisen, dass das verfassungswidrig ist. Und dann gegebenenfalls, wenn es denn fertig ist, auch verlesen oder selber kämpfen. Okay? Ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass das Gesetz zur Unterernährung verändert wurde. Ja. Und ich wollte wissen, wie man vielleicht gegen sowas schon vorbeugend halt vorgehen kann, bevor sowas überhaupt beschlossen wird. Da haben Sie keine Chance, kämpfen Sie dafür, dass das Bundesverfassungsgericht irgendwann ja, sagt, oder kämpfen Sie politisch. Ja, die Blutentnahme wurde früher von Richtern angeordnet, die haben jede Blutentnahme abgesegnet. Heute dürfen es die Polizeileute da machen, es sei denn, man geht im Widerspruch und sagt, mache ich nicht freiwillig. Dann kann sein, dass er Richter, aber man kann auch sein, dass er gezwungen wird. Alles sehr, sehr schwierig, diese ganzen Geschichten. Am Straßenrand pinkeln, dies und jenes, ist alles grauzuhörig. Der Polizei ist mit in aller Regel so gemacht, Sie sind doch einverstanden damit, dass Sie mal eben eine Urinprobe machen. Ja, und dann sitzen da die jungen Leute, zittern bis zum Gehtnichtmehr und hoffen darauf, dass ihr Wert unter einen Nonogramm. Sie haben doch auch, wir haben doch auch mal gekifft früher, sagt der Polizeibeamte. Ja, ist denn diese? Und dann sagt der arme junge Mann, 25, ja, ich kiffe ja nur am Wochenende. Puh, Führerschein weg. Ja, aber ich frage mich auch, warum manche Leute sich nicht einfach im Internet bilden. Ich bin nun mal ein alter Sack. Ja, aber wenn man ein paar Mal Knöpfe drückt, dann kriegt man alle möglichen Seiten, ja. Und da weiß man, was man machen muss. Also ich bin aus Bayern und wurde im März mit knapp 8 Gramm Haschisch Marihuana erwischt. Wurde ihn verweigert und wir warten noch auf das Ergebnis, weil eigentlich gar kein Anwalt in wird. Jetzt kriege ich letzte Woche von der Regierung in Oberfranken angedroht, mir die Berufsbezeichnung Krankenpfleger zu nehmen. Das wäre ich Christus. Kann Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Ich finde, das ist eine. Ich kann Ihnen dazu nicht sagen. Das ist nicht Verfassungsrecht. Ja, das ist nicht das, was wir. Wissen Sie, es tut mir leid, ich laufe hier durch die Gegend und alle denken, dieser kleine Richter Müller, ja, und ich bin ein kleiner Richter Müller, ja, würde jetzt die Sachen, Sie werden ja zum Anwalt gehen müssen, das kann ich Ihnen raten. Mehr nicht, und zwar jemand, der verwaltungsrechtliche Ahnung hat. Ja, also ich kann das nicht alles. Ich kriege jede Woche so Schicksalsgeschichten, wo ich dann irgendwie, manchmal rufe ich dann an und so weiter, dann müssen wir dich Facebook sperren, habe da sowieso keine Ahnung von, und aber ich brauche auch das noch ein bisschen, um Öffentlichkeit zu machen, weil auch unter diesen Facebook sind auch Richter und Staatsanwälte, das weiß ich. Ja, und deswegen kann ich das Ganze nicht abschalten. Es tut mir leid, ich werde gleich noch mal eine Minute mit Ihnen reden, aber bitte nicht mehr. Ja, sonst würde ich hier kaputt gehen heute. Bin ich ja schon fast. Okay, Sie wollten noch? Das ist eine gute, ja, ich bin, sagen wir mal so, ich war immer ein Einzelgänger, ich bin dabei, die Netzung zu schaffen. Ich bin dabei und dadurch, was der Hammverband hier macht, ja, und suchen sich Leute in Anwälten. Also Honecker war damals bei mir im Verfahren, er hat schon mal sowas gemacht, Hannes Honecker in Berlin, ja, die auch gerne auf die Verfassungswidrigkeit hinweisen und ich sage, ist egal und dann guckt der Richter böse und so weiter. Ja, es gibt Vernetzung, aber zum Beispiel im Hammverband stehe ich ganz vorne, Richter Müller, ja, also da trauen sich immer noch nicht so viele, ja, weil die dann denken, oh, komisches Unternehmen, oder komischer Verein, selbst bei Lieb, weil das fängt so an. Ja? Und ich bin jetzt, neue Richtervereinigung ist so der liberale Haufen der Richter. Ja, da bin ich jetzt dabei. Aber es ist ja auch viel Arbeit alles. Ne? Und Reisen und am Wochenende und so weiter vernetzen. Denn bei Lieb hier, eine haben wir auch unsere Fastgeschäftsführer, darf ich die Geschäftsführerin nennen? Ja? Philine baut gerade Lieb auf. Hier stelle ich mal hin, damit ich alle kenne. Ja. Ja, großartig.
großartiger Schatz der neuen Drogenpolitik. Ja, wir sind dabei. Es ist viel Arbeit und jeder Einzelne macht irgendwas vor Ort und spendet oder geht in einen Verein und den Harmverband, Arbeitsgemeinschaft Cannabis für Medizin. All die sollte man unterstützen. Und wenn ich hier nur heute eins geschafft habe, dass jeder von Ihnen, der auf irgendeine Art für die Freiheit, Gerechtigkeit und die Hilfe der Patienten steht, möchte in eine dieser Vereinigungen eintreten, wenn er hungern muss anschließend, dann bitte nicht. Ja, aber wenn er auf irgendeine Art der Geld ist, dann packen Sie es rein. Lobbyarbeit kostet Geld. Okay? Und ja, Sie haben was davon und Sie haben irgendwann auch sagen können, ja, wir haben da auch für gekämpft. Okay? Ich sehe, dass keinerlei Fragen mehr da sind. Richtig, das ist gut. Bei dieser Frage sagt man dann immer, jetzt ist Schluss eigentlich. Ne? Ja, habe ich alles? Ich habe alles. Ich setze mich jetzt gleich mit der jungen Dame da vorne hin und dann können Sie die Bücher noch beziehen. Da können Sie diesen Werdegang der verfassungsgerichtlichen Geschichte nochmal nachlesen. Steht ja alles drin, wie das damals gemacht wurde und wie das jetzt weitergeht. Und ich will es weiterziehen und ich mache es weiter. Und ja, und irgendwann nächstes Jahr, wenn wir es dann geschafft haben, dann gehe ich in Urlaub für ein ganzes Jahr. Auf keine Veranstaltung mehr. Ich bedanke mich bei Ihrer Aufmerksamkeit. Wir müssen nur klatschen, machen. Der Harmverband stand da hinten. 10 neue Mitglieder wären schon gut. Ich gehe in 3 Stunden dort fragen. Okay? Also, tschüss, jetzt setze ich mich hier hin. Also 10 Euro bitte passend. Es sind nur 60 Bücher da, die will ich nicht mit zurückschleppen.